Das ist eine Frage, die sehr schwer ist. Und zwar, barakallahu fikum, eine Person, diese Person war eine Frau und er hat sich umoperiert zu einem Mann. Jetzt, wir haben Möglichkeiten. Die Person hat alle Geschlechtsteile, sage ich jetzt, und alle Körpermerkmale, das war Frau, aber das ist alle Körper und so weiter von einem Mann. Und das wird zu einem Mann umoperiert. Dann zählt diese Person als Mann. Aber diese Person hat keine Merkmale und keine, sage ich jetzt, Geschlechtsorgane und so was von einem Mann. Und das wird von einer Frau zu einem Mann gemacht. Diese Person bleibt eine Frau. Und das gilt alles für diese Frau, was für eine Frau gilt. Auch nach dieser Operation. Auch, ja. Sie bleibt Frau. Sie bleibt Frau. Weil diese Umwandlung, das hat keinen Grund. Da sagen wir, ich fühle mich männlich, aber ich bin eine Frau. Es gibt auch eine Frau, die fühlt sich wie Katze. Dann macht sie sich zur Katze. Und ein Mann, der fühlt sich wie ein Hahn. Und er macht sich für einen Hahn. Und einer wie ein Löwe. Und einer wie ein Tiger. Und einer wie ein Hmar. Und einer Esel. Wallah, Allah. Das ist die Sache. Allah al-Musta'an. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, mit Sicherheit, es gibt bei Allah hat uns Mann und Frau erschaffen. Und wir bleiben Mann und Frau. Wenn jemand Witter ist, aber hat Geschlecht, das wird, man untersucht diese Person und man sieht zu 80% oder 70% Mann, dann kann er zu einem Mann operiert werden. Oder zu 70-80% einer Frau, dann kann er zur Frau operiert werden. Das ist in Ordnung in diesem Fall. Und es gibt ein Fatwa von Sheikh Baz, rahimahullah ta'ala. Warum ist das in Ordnung, Sheikh Baz? Weil der hat ursprünglich, der hat die Körperteile und Geschlechtsteile von einem Mann, aber die anderen von einer Frau, die sind sozusagen entwickelter bei ihm als bei den normalen Menschen. Aber jetzt, wenn er gar nicht hat und er ist als Mann und nur das Gefühl, eine Frau hat das Gefühl, die ist wie ein Mann. Das ist keine Begründung, dass man sie zu einem Mann macht. Aber jetzt in jedem Jahr darfst du einmal dich umwandeln. Und ihr kennt die Geschichte mit diesem Häftling. Der war ein Mann, der hat sich umwandeln lassen in eine Frau. Und dann haben sie ihn in Gefängnis von Frauen getan. Und dann waren die Frauen schwanger.